Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Base an diesem schönen Dienstag, ich weiß nicht so recht. Also, naja, schön ist anders, aber egal. Um Cybers Frage gleich mal vorwegzunehmen, wie ihr sehen könnt, habe ich Anti-Aliasing schon auf 16 gehabt. Da hat sich also nichts dran geändert, von daher sind die Texturen so, wie sie sind. Vielleicht liegt es auch an der relativ geringen Auflösung von 1280x720. Gut. Ansonsten nochmal hallo, ich bin Puck und wir spielen heute wieder Rom irgendwie so ein bisschen. Und versuchen uns durch die Weltgeschichte zu schlängeln. Wichtiges Grundziel dabei ist relativ simpel. Wir versuchen jetzt Philosophie zu erforschen. Werden dann mit der großen Persönlichkeit, die wir bekommen, ein Golden Age starten. Staatsform anpassen. Bürokratie hoffentlich, also ÖV, während des Golden Ages erforschen, so dass ich noch wechseln kann, bevor ich wieder aus dem Golden Age rausspringe. So zumindest der simple Plan. Ich bin sowieso der Mann für die simplen Dinge im Leben. Gut. Ansonsten kam auch schon der Kommentar von euch, diese Stadt sollte ich lieber lassen. Ja, sie kann auch nichts anderes außer zweimal Nahrung und Eisen belegen. Oder da unten, wenn ich wollte, Windmühlen. Aber ich wollte zumindest mal drüber nachgedacht haben. Und es wäre halt die schnellste Möglichkeit, um an die Nahrungs-Gesundheitsressourcen zu kommen. Aber dank Stonehenge dürfte sich das allgemein so als kein Problem darstellen. Nur mal kurz einen Überblick machen, was jetzt in Getorix sich hier so reinprügelt. Gut. In Ravenna ein Legionär. Ich muss jetzt auch mal zwischendurch überlegen, was ich mir hierbei denn gedacht habe insgesamt. Denn ich muss zugeben, heute ist wieder so ein Tag, wo also echt zum Vergessen. Meine Waschmaschine hat sich heute auch schon wieder so ein bisschen zickig gehabt und hat erstmal so gefühlt 10 Liter Wasser in meinem Badezimmer verteilt und damit auch halb quer durch die Wohnung. Nur mal so als Sachstand, was meine gefühlte Laune gerade angeht. So, jetzt muss ich kurz gucken. Erstmal stumpfen Legionär, mal gucken, was hat er hier? Hat der Typ Pferde? Gucken wir mal kurz. Pferde. Bison. Cool. Und er hat Eletröz. Aber ganz ehrlich, gegen Eletröz könnte... Ne, hat er nicht. Das ist natürlich AK, Junge. Das ist mal richtig... Ah, doch, hat er hier. Ich wollte schon gerade sagen, das hätte mich auch richtig ins Klo gegriffen. Aber ich baue nochmal... Was haben wir? Plus 100% gegen Berittene. Baue ich nochmal einen Speerkämpfer. Auch weil ich die Chance haben will, eine besondere Einheit zu bauen, die nicht römisch ist. Nur mal nebenbei. Gut. Ich muss mal gucken, vielleicht kann ich im Golden Age auch noch Steinmetzkunst erforschen dann. Nur, dass ich die Ressource dann schon angeschlossen habe. So, da ich hier erstmal definitiv genug habe für die Hauptstadt, werde ich auch jetzt erstmal schon mal eine Straße auf die Dinger setzen. Langfristig, das ist wie gesagt ganz, ganz langfristig gedacht. Aber man muss ja auch mal langfristig denken können. So, dort ist schon eine Straße, kurz überlegen. Da ich ja demnächst vorhabe, ich wollte gerade sagen, mit dem werde ich jetzt hier hinziehen, so dass ich die Straße schon mal hier zur Marmorstadt bringen kann. Zumindest eine Straße. Das Fat Cross reicht dafür nicht aus, also zack. Gucken wir mal kurz, reicht das schon? Puh, nicht ganz. Nicht ganz. Aber andererseits, ich weiß jetzt auch nicht, wie geldfordernd die KI hier ist in Base. Ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn ich warte, wird sie es fordern, dann baue ich hier noch Bauernhöfe.
für Ravenna, für Minimalwachstum, kann man ja spätestens im Kriegsfall dann durch etwaige Peitschen umsetzen. Übrigens, nicht, dass euch wundert, forschen tue ich. Normalerweise sollte man ja 0-100 komplett durchforschen, erst aber genug Gold für eine Tech hat. Ich bin aber einfach auch ein bisschen gebrandmarkt aus den letzten Spielen, die ich gemacht habe, auch Beyond the Sword, muss ich zugeben. Wo dann immer, wenn man einen halbwegs ansehnlichen Stack an Geld zusammengepeilt hatte, um zu forschen, dann auf einmal mit ihren Drecksforderungen kam, wo ich mir dann immer gedacht habe, ihr Schweine! Naja, deswegen nimmt es mir nicht übel, aber werde ich aus der Hinsicht jetzt erstmal teilforschen. Dann kann ich dann auch weiter gucken, wie viel Geld ich noch fürs des Weiteren brauche. Gut. Ja, schade, dass Kumae nur eine Nahrungsressource hat. In der Hinsicht ist Rom besser, aber trotzdem, Kumae könnte derzeit als Hauptstadt halbwegs sein. Gibt wohl Schlimmeres. Und ich muss mir schon gestehen, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, welcher Leser mir das gesagt hat, aber stimmt. Oder Zuschauer besser gesagt, stimmt nämlich, seit diese komischen Ein Legionär wurde abgeworben Aktion vom Kelten, hat er so viele Spionagepunkte anscheinend verballert, dass ich Stadteinsicht habe bei ihm. Mal kurz gucken, wo er den denn versteckt hat vor mir. Direkt vor meiner Nase. Zum Glück hat er einen schlecht Beförderten genommen, der Stärke Drill und City Raider 1 noch hat. Wenn er einen City Raider 2 oder 3 genommen hätte, hätte ich mir jetzt, glaube ich, in den Arsch gekniffen. Anyway, man muss doch mal Glück haben dürfen im Leben. So, kann man peitschen, weil zwei normale Küsten, die noch nicht einmal Finn sind, sind es nicht wert in der Hinsicht. So. Aber die Stadt hat auch die Arschkarte, dass sie keine vernünftigen Ozeanfelder hat. Dass ich das mal sagen würde, Ozeanfelder. Ich muss mal kurz gucken, wie sieht es kulturell hier aus? Wow, cool. Fällt mir gerade erst auf. Ich habe ja hier kulturell die Dinge erobert, die... Na dann, Jungs. Werkelt mal tapferst weiter daran, dass das auch auf unserer Seite des Kuchens bleibt. Da sehe ich hier unten irgendwie weniger Erfolg, aber anyway. So, wie gesagt, in Mediolanum und in Arpinum war ja sowieso geplant, dass ich Vissis einstelle. Da kann ich ja trotzdem schon mal noch versuchen, andeutungsweise Kultur reinzubringen in die Städte. Wer jetzt in Getorix forscht, übrigens gerade schon das, was ich danach forschen möchte. Der Mistkerl. So, schon mal ein Bauernhof. Die brauche ich ja später sowieso für. Wasserstraßen, genau. So, jetzt möchte ich einen lasse ich hier zum Straße bauen auf den Rehen. Zwei ziehen schon mal hier hin, weil wenn das Eisen ausgebaut ist, ist das Workboat Schrägstrich der Leuchtturm Schrägstrich Schrägstrich viel, viel schneller gebaut. Wie lange dauert das hier noch? Noch eine Runde, bis die Stadt größer wird. Sehr schön. Und dann wird auch geholzt. Das ist auch noch besser. Wie ich sehe, es löbt. Mit Sicherheit ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es löbt. So. Jo, bei nächster Gelegenheit wäre hier sowieso ein Leuchtturm fällig geworden. So, genau, jetzt mit den Pferden und vor allen Dingen mit dem Holz dürfte das deutlichst zügiger gehen. Zingetorix hat Baggerkuh.
gegründet. Zack, Nummer 1. Bagaku muss ja quasi hier dann irgendwo sein. Macht der Kartenhandel? Haben wir schon die Möglichkeit? Nee, haben wir natürlich noch nicht. Hätte ja sein können. Ich hätte sogar mitgemacht. Ich hätte dir ein paar Legionäre spendiert. Also, die hätte ich mit in den Kampf geworfen. Nicht, dass ich die übergeben hätte. So. Da wird gleich der nächste Siedler fertig. Dort noch einer. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz vergucke, fängt es wirklich an, langsam wie ein Lauf, zu laufen wie ein Länderspiel. Nächste Runde mal. Nee, nächste Runde dürfte es nicht ganz reichen zum Peitschen. Gucken wir mal. So. Trifft es immer gut. Ja. Dann wollen wir doch mal die Stadt gründen. Normalerweise gehört hier auch ein Bauernhof eher hin, aber da ich noch keine Wasserstraßen habe, eine Hütte ist jetzt auch nicht so verkehrt. Die Stadt hat auch so genug Nahrung, aber trotzdem. Anyway. Ist ja sowieso keine reine Specialist-Economy, die ich hier fahre. Quasi frei nach Star Wars. Das ist nicht die Specialist-Economy, die ihr sucht. Ja gut, jetzt würde ich hier eigentlich ungern peitschen, weil zwei vernünftige Felder werden belegt, die durchaus nicht verkehrt sind. Bactria ist ein regelrechtes Zentrum der Forschung. Ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Aber wenn es doch ein Zentrum der Forschung ist, was wollen sie denn das hier bauen? Habe ich gerade nämlich gekriegt. Die Bib steht doch schon da. Normalerweise ist doch dieses Zentrum der Forschung-Event für eine Bib und das Zentrum für Handel und Gedöns für Markt. Naja, anyway. Anyway. Gut, Rom hat jetzt umgestellt auf ein Forum. Forum ist definitiv erstmal nicht das Verkehrteste. Aber natürlich für das ganze Geld. Oh, übrigens ein schönes Bild für den Geldbeutel. Finde ich schön. Genau. Ich wollte ja auch demnächst noch den Senat bauen im Golden Age. Durch den Architekten, den ich als Kreativer bekomme. Das alles nur Vermutung, aber so steht es zumindest in der Zivilopädie. So, für 60 Überschuss peitsche ich das, weil das keine Hauptstadthütte ist. Ah. Und zweitens, weil die Stadt so viel schneller wächst mit den Muscheln, dass du relativ schnell wieder reinkommt. Klammer auf, auch da habe ich noch ein kleines bisschen mehr Kommerz sogar am Anfang. Nur die Wachstumseffekte der Hütte fallen halt vorerst weg. So. Das peitsche ich jetzt auch. Für alle, die sich jetzt wundern, warum ich das gepeitscht habe, ganz, ganz simpel. Brauche ich den Siedler, damit ich jetzt noch die letzten Städte setzen kann, damit ich schnell die KE bekomme und ich die Ressourcen anschließe. Und zweitens, eine Dreierhütte und ein solches Feld sind jetzt nichts, wo ich sage, das darf man nicht wegpeitschen. Nur my humble opinion. Mein Militärwert ist aber auch echt mal grausig im Vergleich zum Gegner. Und da Vercingetorix jetzt sich auch noch ausdehnen kann anscheinend, was ich nicht gut und nicht witzig finde. Naja, es kann nicht gut enden. So, nicht wundern, das hier ist meine Militärstadt. Deswegen, das werde ich gefühlt machen. Ich gebe erstmal nur zwei ein. Denn
gut und effektiv Siedler aus Neapolis rauszuquetschen, geht jetzt ohne den Wald nicht mehr. Deswegen ist es jetzt eine meiner Militärstädte, wo demnächst dann hier noch Bauernhöfe kommen, damit die Stadt langsam wachsen kann. Aber das hat, wie gesagt, keine hohe Priorität. Damit können die letzten zwei Städte gegründet... Ne, die letzten zwei nicht. Hier ist noch eine. Fällt mir spontan auf. Die aber derzeit keine hohe Priorität hat, irgendwie, glaube ich mal. Natürlich sollte man sie gründen, aber... Ich muss auch wieder zugeben, damit erschließe ich nur die Ressource Wahl, die ich bestimmt schon irgendwo anders habe. Hier zum Beispiel demnächst. Oder, na gut, hier eher weniger, erst nach der nächsten KI. Nicht wirklich prioritär für mich. Grübel, grübel, grübel. Grübel, 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 grübel. Andererseits wiederum, je früher ich die Stadt gründe, umso eher ist sie effektiv. Aber sie hat halt keine guten Felder, die sie nutzen kann. Nicht, sie kann hier für die Hauptstadt eine Hütte hochziehen. Yay! Und noch eine Flusshütte. Yay! Ich glaube, ihr seht meinen Enthusiasmus in der Hinsicht. Er ist irgendwo zwischen hier und nicht vorhanden. Deswegen, der nächste Siedler kommt auch, aber jetzt nicht mit Macht. So. Steht hier schon Axti? Nee, noch nicht. Ein Adlerkrieger. Coole Sau. Was kann denn der Adlerkrieger? Ist ein Speerkämpfer. Mit Erstangriff, Stadtverteidigung, Dschungelstärke, Waldstärke gegen Berittene und Tierstärke. Krasse Sau. Das heißt, innerhalb der Stadt hat er alleine schon 150% Verteidigung. Also an dem kommt kein Britner vorbei. Da passt der schon gut auf, habe ich das dumme Gefühl. So, ansonsten habe ich vor eigentlich... Obwohl, stopp. Wie konnte ich gerade so dumm sein? Stopp. Nicht den Wald abholzen. Das ist ja Nationalparkwald demnächst. Verdammt, hätte ich fast übersehen. Sowas hätte ich fast übersehen und das ist nicht gut, das ist nicht schön. Wie lange dauert das hier noch? Noch 5 Runden, egal. Gut, dann gründen wir jetzt mal Velitrae. Und wir fangen an mit im Kornspeicher. So, wir ziehen uns auch erstmal hier das Wild. Das ist jetzt keine weiß Gott wie tolle Wachstumsressource, aber was ich daran gut finde, ist ganz simpel. Dass die Stadt A überhaupt wachsen kann. Erstmal. Und dann kann man ja immer noch weitersehen. Und hier wurde automatisch dann umgelegt auf eine Hütte, die natürlich auch nicht schlecht ist. Eine Flusshütte ist eine Hütte, ist eine Hütte, ist eine Hütte. Ich kann auch nicht angehen. Kann ich hier übersetzen? Kann ich, sehr schön. Ich dachte eigentlich nicht, dass ich das kann durch fremde Kultur auf Ozeanfelder, aber es geht anscheinend, oder? Ich habe gerade noch nicht hingeguckt. Geht das? Ja, allein schon hier kann man übersetzen. Habe ich gar nicht richtig drauf geachtet im Spiel bis jetzt. Anyway, alles gut. Wobei selbst die Hütte ja nicht unbedingt so ist. Der Weisheit letzter Schluss ist fett spontan auf. So wächst die Stadt schneller und so, sehr schön.
Na gut, die nächste Stadt wird mich noch mal böse, böse runterziehen da oben. Also eine kommt ja noch. Wo ist denn der Siedler? Hier. Who would expect that? Na, ich nicht. Aber danach haben wir es wenigstens hinter uns. So. Jetzt ein Leuchtturm erstmal und hier noch ein Workboat. Das ist aber echt mal ein ekliges Feld, muss ich mal zugeben. Aber wie gesagt, hier steht ja auch noch kein. Workboat. Hier steht noch kein Leuchtturm. Genau. So. Eine Stadt muss meine Wirtschaft noch aushalten. Please, pretty, pretty, please. Nur noch eine Stadt. Der Wald ist kein toller Wald mehr, das heißt, den könnte ich abholzen. So, jetzt geht es einmal runter auf minus 45, plus 45 nur noch. Ne, 50. Viroconium. So. Wobei, bis er hier das Ding gebaut hat, das dauert schon wieder ewig. Mache ich anders. Ich werde dann hier quasi etwas anderes vorschieben. Und zwar das Workboat für hier oben, weil sonst dauert das zu lange, bis das fertig wird. Zu lange. Wenn Arpinum jetzt noch wächst, alles gut. Kann ich nachher vielleicht auch noch peitschen, aber erstmal ist das jetzt schon mal zwei Wissis eingestellt. Was bringt das jetzt einfach mal so? Vier Nahrung ohne Leuchtturm, das ist schon mal ganz okay. Das ist ja quasi ein Krabbenfeld aus Beyond the Sword. Aber ich hoffe, das ist auch quasi der letzte Rückhalt war für die Gegner, weil wenn die jetzt noch weiter über die Inseln hinwegsiedeln können, wäre es natürlich doof für mich, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich könnte jetzt natürlich noch weit. Cool, ein Geierkrieger. Ist das derselbe wie in. Ne, der hat noch einen Erstangriff spendiert bekommen. Cool. Aber davon mal ab. Wollte ich noch sagen, ich könnte natürlich jetzt stumpf hier noch weiter rüsten in Ravenna und Baktria. Aber irgendwann ist auch mal genug und. Zwei, drei Einheiten könnte ich fast immer noch reinpeitschen, bevor der Gegner auf mich zurollt. Von daher bin ich jetzt halbwegs zufrieden. Erstmal. Stadtmauer fände ich noch ganz prall, aber das kommt, wie gesagt, hoffentlich im Golden Age mit. Das kommt hoffentlich im Golden Age. Punkt. Mit Steinmetzkunst, genau. Nachdem ich ÖV erforscht habe, hoffe ich mal, dass alles klappt. Aber ganz ehrlich, mit so vielen Kriegselefanten könnte der schon ein bisschen Havoc in mein Land bringen. Das meine ich jetzt nicht in der witzigen Form. Welches Weltwunder ist es denn diesmal?
gucken wir mal. Die Hanging Gardens. Da muss ich irgendwie unwillkürlich an das eine Lied denken. Ich weiß, war das Howard Carpendale irgendwie? I never promised you a rose garden oder so? Böse Sache das. Böse, böse Sache das. Ein Auslegerboot? Was ist denn ein Auslegerboot? Das muss ich jetzt doch tatsächlich mal nachgucken. Auslegerboot kenne ich noch gar nicht. Annihilator klingt auch cool. Für wen ist der? Interessiert mich jetzt nur. Nee, das ist für alle. Ich dachte, es wäre jetzt eine Spezialeinheit nur für ein spezielles Reich. Das Annihilator. Metamaterialien. Okay, ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Auslegerboot. Ersetzt Arbeitsboot. Fürs Polynesische Reich kann Fischerboote bauen, Walfänger bauen, Bohrinsel richten, keine Fortbewegung auf Ozean bis zu Tech Astro. Quasi. Lässt sich besonders schnell ausbilden. Aha. Den Vorteil hatte ich jetzt aber nicht, oder? Also, auch wenn ich kreativ bin, habe ich dadurch ja jetzt nicht diesen Bonus erhalten, denke ich mal. Das wäre zu schön. Falsche Religion. Nein, nein, nein. Entsagt eurer falschen Religion und konvertiert stattdessen zu unserem Judentum. Wenn ihr überleben wollt. Ein scheinheiliges Grinsen. Wobei andererseits müsste Pachakutik erst durch dich durch und dann um zu mir hinzukommen. Also ich habe ja bald Golden Age, da kann ich ja eh wieder zurück switchen, wenn es hart auf hart kommt. Nicht, dass es mir gefällt, die Vorstellung, aber so, hier würde ich. Normalerweise ist das wirklich eine reine Protstadt, aber. Ich überlege gerade. Ein Gerichtsgebäude kann schon mal allgemein nicht schaden. Jetzt nicht die höchste Priorität, aber naja. Mal gucken, ob wir noch Ressourcen zum Tauschen haben. Haben wir sogar, aber er hat nichts, was er uns geben könnte. Pachakutik mag uns immer noch, obwohl wir in den Fängen einer heidnischen Religion gefangen sind. Er wird auch Sezia nehmen? Wo ist denn? Unbedingt auch. Ich habe auch das Bedürfnis, dir Städte zu schenken, Jung. So, du bekommst die Aufgabe, die glorreiche Aufgabe, hier eine Route durch den kalten Norden zu basteln. Habe ich da gerade Pucksche Fische gesehen? Das, ich habe einen Detektor für sowas. Das sind Pucksche Fische at its best. Und auch Pucksche Wale at its very, very best. Ja, ich kann es mir echt nicht verkneifen. Das kann normalerweise nur ich hinkriegen. So stumpf die Sachen platzieren. So. Ich könnte natürlich jetzt noch Minen oder sowas draufsetzen oder Straßen, blablabla. Will ich aber nicht. So habe ich zumindest eine geringe Chance, dass sich der Wald noch ausdehnt, um den etwaigen Nationalpark zu verbessern. Naja, dann also hier unten Hütten bauen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass dies ein Feld niemand belegen kann.
Damn, ein Grünlandfeld aus. Ganz speziell fällt mir nur so spontan auf. Obwohl hier reicht mir erstmal. Obwohl, nee, wenn, dann soll es ja auch eine Platz sein, ein Platz sein, wo keiner vorbeikommt ohne Kampf. Naja, sowas halt. Ebenen Farmen sind so. Ich muss zugeben, sie sind auf den ersten Blick nicht toll, aber sie erfüllen schon ihren Zweck, kann ich nicht abstreiten. Übrigens glaube ich, dass hier sich wirklich das Gerichtsgebäude etwas mehr bezahlt macht. Ja, es wird mir jetzt nicht die Welt bringen, aber andererseits hier mit den ganzen vielen Happiness-Modifikatoren. Ich habe Elfenbein, bald auch Wahl. Wie teuer? 360. Ja, trotzdem, da ist das Forum dann doch sogar etwas besser. Auch wenn ich persönlich sonst gerne Gerichtsgebäude baue, aber ich bin noch nicht Ork. Sofern es das ein Base überhaupt gibt. Was ich mal kurz verifizieren kann. Gibt es Ork in Civ? Organisiert gibt es noch. Und was bringt mir das? Minus 50% Modernisierungskosten. Sind damit Feldmodernisierung oder Einheitenmodernisierung? Ich denke mal Feldmodernisierung, weil Einheitenmodernisierungskosten wäre wahrscheinlich eher militant oder sowas, nicht? Kann Einheiten außerhalb der kulturellen Grenzen modernisieren? Also könnten Modernisierungskosten doch auf die Einheiten bezogen sein, fällt mir auf. Plus 1-fache Laufgeschwindigkeit auf Straße. Okay. Plus 1-fache, also. Heißt das, wenn einer. Wenn er zwischen Streitwagen 2 Bewegungen hat, kriegt er quasi 4-fache Bewegung. Also, weil man nochmal das Doppelte drauf kriegt. Mindestens jedoch 1 als Laufgeschwindigkeit, logischerweise. Also wird es da in dem Fall beim Streitwagen mit 2 auf 4 aufgestockt, okay. Und halt für Staatsform, Gerichtsgebäude, verbotene Stadt. Ihr habt ja richtig gehend das Ding genervt. Im Vergleich zu Beyond the Sword. Natürlich sind die Boni hier alles ganz toll und witzig, ja, kann ich nicht abstreiten, aber die Tatsache, dass hier keine Leuchttürme und sowas mehr drin sind, ist schon. Naja. Anyway. Dann gucken wir doch mal an, wer der unglückliche Mensch sein wird, der gleich auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Guru Nanak Dev. Wie heißen eigentlich die religiösen Gebäude der anderen Religion? Nekromantaion für. Irgendwie glaube ich mal, dass das hier die nordische Religion war. Nee, Tempel von Uppsala ist das. Nekromantaion. Keine Ahnung. Griechisch könnte das sein, wenn ich jetzt das Ding angucke. Grabmal von Ancien Bonn, wer auch immer das sein möge. Isejingu von Shinto. Tempel des Ardor Farnberg. Keine Ahnung. Abu Simbel, Kanon der heiligen Religion von Ägypten. Templo Mayor. Felsen der Visionen. Großmeisterresidenz. Klingt gut. Und Becken des Gleichgewichts. Gott, wird mir gerade schlecht. Das klingt ja so esoterisch. Anyway. So. Noch ist es übrigens nicht so weit,
das Golden Age zünde. Für alle, die sich jetzt fragen, warum, kann ich ganz simpel antworten. Das Golden Age mache ich noch nicht, wohlmerkt. Kann ich schon rausholen. Weil ich noch nicht Philosophie habe. Das heißt, es macht ja erst Sinn, das Golden Age zu starten, wenn ich auch Philosophie habe. Eventuell werde ich dann sogar noch ein paar Runden warten, Geld sammeln, damit ich auch sicherstellen kann, dass ich ÖV im Golden Age erforsche. Dass ich genug Geld sammle für ÖV, ist mir simpel klar. Aber ich möchte es ja auch noch durchforschen im goldenen Zeitalter, damit ich das noch ohne Anarchie wechseln kann. Und bitte, bitte, bitte erinnert mich dran, dass ich aus dem Judentum rauswechsle in dem Golden Age, damit Pachakutik nicht mein Fadenkreuz auf der Stirn erkennt. Und eine Sache, die mich eben noch brennendst interessiert hat, nachdem er ja die Kopernikus-Sternwarte gebaut hat, hat mich das mal blendend interessiert, wie weit er denn schon forschungstechnisch ist. Deswegen suche ich das mal gerade. Gebt mir eine Sekunde. Ich denke mal, viel weiter könnte er gar nicht sein. Wirtshaus. Nee, die kenne ich alle. Nee. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn ich jetzt hier einmal kurz durchgehe, aber ich suche jetzt wirklich gerade verzweifelt die komische Sternenwarte. Und ab wann man die wohl nochmal bauen kann. Übrigens, einfach um es mal gebaut zu haben, hätte ich gerne würde ich gerne Mohenjadaro bauen, aber der Effekt ist, glaube ich, bei mir nicht allzu prall. Natürlich gibt es Schlechteres, aber wohl auch Besseres. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen blind, also gucken wir noch mal kurz hier nach. Die können es das ja bestimmt verraten. Weltwunder. Wo ist denn das K für Kopernikus? Oder auch das K für Kompetenz. Erfordert Optik immerhin. Optik? 360 nach Christus. Ja gut, das ist deutlich machbar, muss ich zugeben. Das kann man wirklich schaffen. Plus 1 Forschung je Spezialist an Städten. Verdammt! Ach so, für das Wunder. Ich dachte schon für die Technologie Optik. Das wäre es gewesen. Plus 1 Spezialist Wissenschaftler und plus 1 Forschungskolben pro Spezialist in allen Städten. Nicht uninteressant. Wobei ich schon sagen muss, wenn ich jetzt eine SE fahre, also mit Wissi-Schwerpunkt, dann liegt eigentlich, ja, man kann natürlich den Astro-Weg gehen, da man ja Banken komplett außer Acht lassen kann, etc. Aber trotzdem, so gesehen passt das sogar nach den ganzen Ästhetikwundern. Ich glaube, das nächste Spiel, was ich mache, werde ich dann auch mal als SE hochziehen, sofern es das Land zulässt. Weil es mich einfach mal interessiert, wie ich mit den zusätzlichen Wundern, die hier in Base geschaffen wurden, damit klarkomme. So, das soll es aber auch schon gewesen sein. Das war der Samstag, wollte ich gerade sagen, der Dienstag erstmal. Die Dienstagsepisode. Denn ab jetzt gibt es ja halt dreimal die Woche Base. Ich hoffe, das gefällt euch. Könnt ihr auch gerne Feedback geben auf YouTube oder im Forum. Ich würde mich freuen. Ich hoffe, dass ich keinen allzu großen Ausreißer dabei hatte. Und vor allen Dingen hoffe ich für das Spiel, dass meine Wirtschaft jetzt erstmal ein bisschen nach oben geht. Denn es war schon sehr, 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 sehr deprimierend. Mit den zwei, drei Städten, die ich als letztes gegründet habe, meine Wirtschaft nochmal so in den Limbo gehen zu sehen. Also das war wirklich ein wirtschaftlicher Limbo-Tanz. Wer kann die Steuereinnahmen noch niedriger senken? Gut. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns dann Donnerstag. Bis denn. Tschüss.